Hey Leute, ja, willkommen zum neuen Video. Dieses Video wollte ich eigentlich nur euch eben präsentieren. Was heißt präsentieren? Ich habe ein bisschen aufgerüstet, sag ich mal. So ein paar neue Sachen zugelegt, um die Qualität zu verbessern. Und eine Sache, die jetzt nicht direkt mit der Qualität zu tun hat, sondern für mich einfach nur so war. In dem Sinne. Und zwar fangen wir einfach mal an. Ich habe mir einen neuen Rechner zugelegt. Der Laptop, der packt ja nichts. Ein bisschen schwach. War zwar jetzt gut und ich werde den ja auch weiter nutzen. Den kann ich immer wieder unterwegs nehmen, aber das, was ich da brauchte, mehr Leistung, weil ich zwischendurch auch Gameplay-Videos machen möchte. Wobei der könnte auch noch mit der Dauer aufgerüstet werden. Dann habe ich mir noch einen zweiten Monitor zugelegt, für mich einfach mal einfacher ist, weil ich dann nebenher auf dem zweiten Monitor noch ein paar Sachen immer kontrollieren kann. Wenn ich, naja, wie bei Aufnahmen oder auch zum Schneiden, finde ich das einfacher. Dann kann ich auf einen und dann muss ich nicht immer erst minimieren, wieder aufmachen, wenn ich Sachen aus dem Internet, sondern eben drüber, klack, klack, gesucht, fertig. Dann heute habe ich mir gerade noch einen neuen Controller, das ist aber auch nebensächlich, das war jetzt einfach nur, weil der alte anscheinend nicht mehr richtig läuft, die Tasten reagieren nicht mehr so, wie ich das gerne hätte und alles. Also gab es da jetzt erstmal einen neuen. Zum anderen auch auf Gameplays bezogen. Könnt ihr noch so gerade, ich kann es ein bisschen weiter ins Bild reinziehen. Neues Mikrofon, zwar das Razer Siren. Nein, ich habe es nicht in der Pro Edition, also das Razer Siren. Ich bin da noch ein bisschen am Rätseln, bis jetzt habe ich noch ein Problem, ich weiß nicht. Ich probiere es nachher nochmal aus, weil ich vorher Dinges hatte hier. Immer nach ein paar Minuten eine Störung reingekommen ist. Und die hat sich durchgezogen, hat es nichts mehr aufgenommen, also da war nur noch dieses Störsignal. Ich hatte es auch schon einmal, kam ein Störsignal und dann ist wieder weggegangen und das ist einfach scheiße. Ja, und bevor es weitergeht, habe ich noch einen Kommentar gehabt, antworten wollte. Ach, ich habe es hier drauf, suchen wir mal. Und zwar von Personal King. Nice Video. Kannst du mal ein Video machen, wo du Fakten über dich selbst erzählst? Wird irgendwann kommen. Ich kann nicht gesagt genau sagen, wann. Ganz klar. Aber ich gehe mal auf den Wunsch ein und werde mich daran mal planen, ein paar Fakten raussuchen in dem Sinne. Jetzt habe ich, glaube ich, die Box ein bisschen verschoben, wie ich es nicht entstehen haben wollte. Naja, ebenfalls gab es natürlich auch neues Headset und Tastatur. Also auch jetzt nicht, wer weiß was Besonderes. Einfach nur, weil mein altes Headset kaputt gegangen ist. So ein Scheiß. Und jetzt kommen wir natürlich, vielleicht seht ihr es da, das Licht ist normale Tischlampe. Aber da in der Ecke habe ich jetzt eine Softbox stehen. Und da habe ich jetzt noch einen Reflektor, irgendwo da, der das Licht nochmal in gewissen Tönen widerspiegeln kann. Ich werde das alles noch ein bisschen anders ausrichten. Dieser Hintergrund sozusagen, den habe ich jetzt einfach nur spontan gewählt, weil es gerade mit der Box passt und alles. Das heißt, im Großen und Ganzen werde ich nochmal. Das war's dann auch für heute. Bis denn.